Krieg, Inflation und Staatsverschuldung. Was bedeutet das alles für uns? Unter diesem Titel lud die Sparkasse Oberösterreich Christkirchen zu einem informativen Austausch mit Universitätsprofessor Theodoro Kocker ein. Und auch wenn die Zeiten alles andere als rosig sind, es geht auch mal wieder bergauf. Das nächste Jahr wird wahrscheinlich kein besonders gutes Jahr sein. Wir müssen von einer klaren Dämpfung der Konjunktur ausgehen. 2024 könnte dann wieder eine Erholung bringen, sodass wir hoffentlich dann mittelfristig wieder Wachstumsraten haben werden, wie wir sie vielleicht in der Vergangenheit kannten. Seit mittlerweile 150 Jahren begleitet die Sparkasse Oberösterreich in Christkirchen ihre Kundinnen und Kunden durch Hochs und Tiefs. Herausforderungen hat es immer gegeben. Ich denke an die Weltkriege, Wirtschaftskrisen oder zuletzt die Corona-Pandemie. Freilich waren die Herausforderungen vor 150 Jahren noch ganz andere. Man muss sich ja vorstellen, die Menschen konnten nicht einfach auf eine Bank gehen und ein Sparbuch eröffnen. Gerade damals kam der Sparkassengründungsgedanke auf, um den Menschen Bankgeschäfte zugänglich zu machen und so einen gewissen Wohlstand zu schaffen. Und so unterstützt die Sparkasse Oberösterreich auch in der aktuellen Krise. Ja, es gibt viele Varianten, wie man helfen kann. Es kann sein, über einen bestimmten Zeitraum einen speziellen Rahmen am Konto zur Verfügung zu stellen, teilweise auch Zahlungen zu leisten, die vielleicht ganz kurz nur über den Rahmen drüber gehen, um zu helfen, um Stromrechnung oder Gasrechnung zu bezahlen. Und wir finden in 99,9% der Fälle immer eine Lösung gemeinsam. Und wie sieht es prozentuell bei den Zinsen aus? Die EZB wird weiterhin an der Zinsschraube drehen, auch im kommenden Jahr, wahrscheinlich bis in den Sommer hinein. Dann, gemäß aktuellen Erwartungen, müsste das Zinshoch erreicht sein. Die Zinsentwicklung ist für die Sparkonti natürlich auch attraktiv. Weniger gut ist natürlich, wenn jemand jetzt verschuldet ist, einen Kredit hat, da steigen natürlich die Zinsen auch. Das sind halt immer die beiden Seiten der Entwicklung. Des einen freut, des anderen leid. Beides gilt es für die Sparkasse Oberösterreich bestmöglich zu betreuen. Es ist immer das Schöne, wenn man eine regionale Bank vor Ort hat und Oberösterreich oder auch die Sparkasse da bei uns in Christkirchen. Da kennt man die Player, da weiß man, man ist in guten Händen, man wird bestens beraten, man kann sich denen anvertrauen und auch in schwierigen Situationen hat man einen Partner. Einen runden Geburtstag feiern die Pöttinger Metallwerkstätten mit zahlreichen Freunden sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft. 100 Jahre gibt es diesen traditionsreichen Betrieb. Mein Opa Ferdinand, der Großvater, hat den Betrieb gegründet mitten in Christkirchen und hat damals eine Schlosserei und Schmiede gemacht. Er hat sogar die ersten Heizungen gebaut in Christkirchen und hat sich vielseitig beschäftigt. Und mein Vater hat dann 1962 den Betrieb übernommen und hat sich intensiv mit der Schmiedetechnik beschäftigt und hat unglaublich tolle Werke gemacht und speziell Monstranzgrabkreuze der Spitzenklasse. 1992 hat dann Laurenz Pöttinger den Betrieb übernommen. Maßgeblich an der Unternehmensentwicklung in dritter Generation beteiligt war Wolfgang Pöttinger Junior. Und der Laurenz ist halt so einer, der nicht lange redet, sondern umsetzt. Und in meiner Eurotherme-Zeit war das so, wir haben ja lauter verrückte Sachen gemacht, wenn ich an die Cabrio-Therme denke beispielsweise. Wie ich das erste Mal gesagt habe, wir machen eine Cabrio-Therme, hat das Architektenteam gesagt, ja, wie soll das gehen? Habe ich gesagt, na, da gibt es wen, einen Statiker aus Christkirchen und den Laurenz. Wenn irgendjemand ein Problem zum Laurenz getragen hat, dann ist der Laurenz sofort marschiert und hat alle gequält und gefragt und gemacht, damit wir was zusammenbringen. Und so habe ich den Laurenz kennen und schätzen gelernt. Die traditionsreichen Pöttinger Metallwerkstätten haben längst den Schritt in die Moderne vollzogen und zeichnen sich durch zahlreiche Innovationen aus. Ein Unternehmen, wie es sich der Wirtschaftsstandort Oberösterreich wünscht. Die sind das Rückgrat unseres Standortes in den Regionen. Die schaffen Sicherheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber prägen auch unser Land durch ganz viel Innovation und durch viel Leistungskraft. Und Pöttinger ist seit 100 Jahren dafür ein großes Vorbild und ich bin sehr dankbar dafür. Ein Dank, der sich nicht zuletzt auch darauf begründet, dass Pöttinger Metallwerkstätten gemeinsam mit der Pöttinger Entsorgungstechnik eben hier am Standort ein neues Metalltechnologiezentrum errichten wird. Also es wird eine Kooperation zwischen zwei Metallexperten und wir werden sie austauschen, sowohl im künstlerischen Bereich, also die Kunstschmiede, als auch im nachhaltigen Bereich mit Entsorgungstechnik. Zwei Projekte, die ganz interessant sind.
weil sie eben sowohl Stahl als auch Nachhaltigkeit verbinden. Gemeinsam wollen beide Unternehmen Synergien nutzen und auf Nachhaltigkeit setzen. Und ich glaube, es wird ein tolles Projekt und wir wollen hier den Grundstein setzen für die nächsten 100 Jahre. Grund genug, dem Unternehmen und seinem Chef für die Zukunft nur das Beste zu wünschen. Er ist einer, der lösungsorientiert an die Probleme geht. Er kennt das Leben aus dem eigenen Betrieb. Er steht mit beiden Füßen am Boden und mit solchen Leuten kann man gut arbeiten. Bei all dem Blick in die Moderne hat sich das Unternehmen und Laurenz Pöttinger auch immer um den Erhalt wichtiger Kulturgüter der Region stark gemacht. Eine Grundeinstellung, die sich auch im Neubau des Metalltechnologiezentrums spiegelt. Es gibt so viele Redner, die reden, wir müssen was tun, nicht den Bodenverbrauch einzudämmen. Wir müssen dafür sorgen. Das sind alles wunderbare Reden, aber hier geschieht's. Hier gehen zwei innovative Köpfe dran und sagen, ja, wir bekennen uns dazu, zwei Firmen an einem Standort. Und das ist eigentlich eine großartige Lösung für die Zukunft und wird hoffentlich Schule machen. Und es ist sehr bemerkenswert, dass zu einem 100-Jahr-Jubiläum gleich wieder ein Schritt nach vorne gesetzt wird und die zwei Pöttingers ein neues, innovatives Projekt angehen. Es ist nicht nur ein schönes Signal, auch ein wichtiges und ich wünsche viel Erfolg dabei. Das sind wirklich ganz wichtige Signale, dass der Wirtschaftsstandort Oberösterreich ein guter ist und dass es sich auszahlt, hier zu investieren. Wir haben keine einfachen Zeiten hinter uns mit Corona und Co., haben aber gesehen, wie schnell wir wieder durchgestartet sind. Jetzt haben wir die nächste Hürde mit den Energiepreisen, auch die müssen wir schaffen und da werden wir alles dafür tun. Aber umso wichtiger, dass man jetzt nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern wirklich auch in die nächste Zukunft denkt und sagt, was brauche ich, damit ich dann wieder richtig durchstarten kann. Und Klaus Pöttinger hat sich hier entschieden, gemeinsam am Standort sein Unternehmen zu erweitern und gemeinsam mit Laurenz hier Synergien zu suchen und da kann man nur gratulieren. Viele jammern, andere fordern von irgendwem irgendwas und da gibt es diese Unternehmer, die sagen, wir setzen um, wir tun, wir jammern nicht, sondern wir sorgen jetzt schon wieder dafür, dass wir auch nach der Krise wieder besser herauskommen, so wie das Oberösterreich bis dato immer gelungen ist. So bereiten die Pöttinger Metallwerkstätten und die Pöttinger Entsorgungstechnik einen innovativen Weg in die Zukunft einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung des Landes. In Ried nichts Neues? Dann ab zur Frieda. Jetzt neu in Tummelsam, Hannesgrub Süd 20, das neue Tanzlokal. Hier spielt das echte Leben. Manche Dinge muss man feiern, aber bei Frieda. Die neuesten Pflanzentrends in der Gärtnerei Dobetsberger und Deko-Ideen, die Weihnachtsstimmung nach Hause bringen. Dobetsberger, die Erlebnisgärtnerei in Wels. Mit einem prächtigen Weihnachtsdorf hat in Griskirchen der Advent Einzug gehalten. Mit Gesangseinlagen der Kinder von den Kindergärten Parz und St. Georgen wurde der gespendete prächtige Christbaum zur Eröffnung mit seinen Lichtern entzündet. Man hat einfach gespürt in den letzten Jahren, es geht was ab. Es ist Weihnachten, es ist Advent, aber es fehlt was. Und heuer können wir endlich wieder hergehen, haben wir wieder unseren Christbaum beleuchtet, haben wieder unser Weihnachtsdorf. Die Kinder sind wieder da mit strahlenden Augen. Und es kommt wieder so ein bisschen diese liebgewonnene Vorweihnachtszeit zum Tragen mit unseren Glühweinstandl, mit dem Weihnachtsmarkt, unserem Weihnachtsdorf da im Hintergrund.
wie auch der große Weihnachtsbaum, der privat gespendet wurde. Der Baum ist 19 Jahre alt und stammt aus einem Garten in der Toletterau. Weg musste er aus ganz praktischen Gründen. Weil ich einen Rasenmäherroboter möchte, weil mir da Arbeitsschatz viel wird. Das habe ich gesagt, dann muss er weg, dann, dass das alles hergerichtet wird dann. Der Garten ein kleiner wird. Man wird selber auch fast ein bisschen zum Kind, wenn man dann so dasteht und wartet, dass das Ganze leicht wieder. Und jetzt haben wir wieder den schönen Christbaum und können uns freuen. Noch bevor die Lichter am Baum erstrahlten, hatten die Kindergartenkinder ihren großen Auftritt. Die Kinder haben sich natürlich total gefreut, dass sie endlich wieder einmal auftreten können, weil Kinder da nicht ist grundsätzlich voll gern, wenn sie für Mama und Papa und so weiter singen können. Dann war es endlich soweit und mit dem Leuchten des Baumes wurde das Weihnachtsdorf feierlich eröffnet. Und dieses Dorf hat den ganzen Advent über so einiges zu bieten. Wir haben natürlich zum 27. Mal schon den Rathaus-Adventkalender wieder. Und hier im Weihnachtsdorf gibt es natürlich eine Reihe von Events in den nächsten 4 Wochen. Beginnen jetzt natürlich schon nächste Woche mit dem Berchtenlauf am 5. beziehungsweise Besuch des Nikolaus am 6. 11. Dezember Adventblasen der Musikkapellen. Und zum 22. kommen dann das Christkindl-Weekend noch. Und eine Reihe von Side-Events, die im Umfeld stattfinden, tragen zu einem runden Programm bei in den nächsten Wochen. Dass man wieder Leute trifft, dass man gesellig beisammen sein kann, ein bisschen essen und trinken, die Kulinarik genießen, ideal. Wir fühlen sich da pudelwohl. Wenn man bei so einem schönen Christbaum nur dazu, da kann man sich nicht freuen. Also wir sind froh, dass wir in Graskirchen die Möglichkeit haben, dass wir so ein tolles Weihnachtsdorf besuchen können in der Adventszeit. Das ist super. Eines der Highlights des Weihnachtsdorfes ist sicherlich das große Gewinnspiel. Wo mit jedem Einkauf auch Teilnahmescheine zur Teilnahme abgegeben werden, die man ausfüllt, die in die Box kommen und wo Gesamtpreise im Wert von 11.600 Euro dann verlost werden. Die Teilnahme lohnt sich auf alle Fälle. Der Hauptpreis ist eine Schatztruhe voll mit Radnachtalern im Gesamtwert von 4.710 Euro. Die Graskirchner wissen, woher die Zahl kommt natürlich. Wünsche können also in Erfüllung gehen, das hoffen die Kinder hier auch beim Christkindl-Postamt. Es ist wieder kunterbunt, es ist für jeden was dabei, es steigert sich Richtung Weihnachten zu. Und zusammen mit dem Adventkalender können wir wirklich auch diesen eigentlichen Sinn von Weihnachten ein wenig transportieren. Und das ist mir persönlich ganz wichtig. In dieser Kulisse mitten in Griskirchen kommt diese Stimmung sicher schnell auf und die Köstlichkeiten im Weihnachtsdorf tun ihr Übriges. Es kommt die friedliche Zeit wieder und die kalte Zeit und ja, was Warmes, wo man sich aufwärmen kann. Wir haben jetzt gerade für die Kinder die Würstel probiert, super, der Bund schmeckt gut, die Mama ist recht zufrieden mit Glühwein, also absolut top. Mit den vielen Events im und um das Weihnachtsdorf kann man sich hier perfekt auf das Fest einstimmen. Auf dem Griskirchner Wochenmarkt hatte man unlängst die Möglichkeit, die besonderen Produkte aus den Werkstätten von Assista in Altenhof zu bestaunen und zu erstehen. Doch nicht nur hier können die Griskirchner die vielfältigen Artikel der fähigkeitsorientierten Arbeit von Assista kaufen. Wir sind angesteckt worden von der Begeisterung für Assista und haben uns vor Ort den Altenhof angeschaut. Die Leute verrichten den ganzen Tag eine ganz sinnvolle Tätigkeit und die Mitarbeiter von Assista leisten eine ganz wertvolle Arbeit für die Gesellschaft. Und das wollen wir gerne unterstützen in Graskirchen und bieten mit der Kooperation eine Plattform hier vor Ort. Die Leute können hier die Produkte kaufen. Sie können aber auch personalisierte Geschenke, wie zum Beispiel dieses hier für Weihnachten, eine ganz nette Idee, bei uns in Auftrag geben und dann nach Fertigstellung hier in der Drogerie wieder abholen. Zu finden sind die vielfältigen Produkte aus den Werkstätten in Altenhof in der Gewusst-Wie-Drogerie mitten in Griskirchen. Es ist einfach eine ganz eine spezielle Sache. Assista ist vielleicht für Griskirchen ein bisschen weit weg. Und so haben wir Assista nach Griskirchen gebracht. Und alles, was wir zusätzlich in Griskirchen anbieten, ist natürlich für die Besucher und Besucherinnen ein Mehrwert. Und gerade Produkte von Assista, glaube ich, das ist ganz was Spezielles. Und gerade zu Weihnachten ist das eine ganz eine gute Sache. Tolle Geschenkideen, köstliche Leckereien und vieles, vieles mehr wird hier von Assista angeboten.
Gerade in der Adventszeit ein wahres Eldorado für tolle Geschenkideen. Alle Produkte werden in den Werkstätten bei Assista in Altenhof gefertigt. Es gibt verschiedenste Kreativ- und Produktivwerkstätten, von der Lebensmittelproduktion bis zum kreativen Schlüsselanhänger oder einem Ledertaschal personalisiert, ist alles zu finden bei uns. Was aber zeichnet die Produkte von Assista besonders aus? Dass sie von Menschen mit Beeinträchtigung gefertigt werden. Und unseren Mitarbeitern in den Werkstätten ist es voll wichtig, dass wir Tätigkeiten haben, die von den Leuten auch wirklich ausgeführt werden können. Und dass das, was man hier sieht auf unserem Marktstand in Christkirchen, nicht nur von Mitarbeitern gemacht worden ist, sondern der Großteil Klienten von uns in liebevoller Arbeit gefertigt haben. Zu sehen sind die vielfältigen und mit viel Liebe hergestellten Produkte aus den Assista-Werkstätten auch im Schaufenster des Stadtmarketings Christkirchen. Kaufen oder auch bestellen kann man sie ab sofort in der Gewusst-Wie-Drogerie. In den Assista-Werkstätten in Altenhof werden die unterschiedlichsten Produkte von den Klienten mit viel Handarbeit hergestellt. Ja, grundsätzlich ist es eine sehr lockere, nette Atmosphäre. Wir haben ja unterschiedliche Gruppen. Einerseits die Werkstätten, wo Arbeit im Vordergrund steht, wo wir für andere Firmen arbeiten, aber auch Kreativwerkstätten, wo wir den Klienten ein Tätigkeitsfeld bieten mit unterschiedlichsten Materialien, wo sie produzieren können, was gerade ansteht oder was gerade gefällt. Kaufen kann man die tollen Assista-Produkte auf verschiedene Art und Weisen. Ja, erstens haben wir einen Online-Shop, der über unsere Website www.assista.org mit einem Button erreichbar ist. Und zusätzlich gibt es in der Gewusst-Wie-Drogerie eine Möglichkeit, auch hier zu bestellen über den Online-Shop. Und wer jetzt nicht extra nach Altenhof fahren will, kann die Produkte dann in der Gewusst-Wie-Drogerie abholen. Was am Ende dabei herauskommt, kann sich sehen lassen. Davon überzeugen kann man sich schon heute in Christkirchen. Trachtenwichtelstube. Größte Trachtenvielfalt für jeden Anlass. Unser Wasser schmeckt super, geht's kurz gegen den Durst. Damit es so bleibt, ist Kontrolle nicht wurscht. Bevor was in die Leitung kommt, schauen wir's uns an. Kommt nur bis das Wasser aus deinem Wasser. Eine Initiative des Oberösterreichischen Umwelt- und Klimalandesrates. O Tannenbaum heißt es ab 5. Dezember wieder bei Christbaum Sumareda in Kalham. Täglich verwandelt sich der Hof in den größten Christbaummarkt Oberösterreichs. Am 8. Dezember gibt's obendrein Steckerlfische und Bratwürstel sowie am 11. und 18. Verköstigung und Punsch. Auf zum weihnachtlichen Sumareda-Hof. Pünktlich zum ersten Adventwochenende wurde die Marktgemeinde Haag am Hausruck um eine weitere Attraktion reicher, wenn auch nur vorübergehend. In den nächsten Wochen können sowohl Einheimische als auch Auswärtige eine große Auswahl an Krippen bestaunen. Die Vielfalt der Krippen ist orientalisch, heimatlich und eher so künstlerische Darstellungen. Also ausgestellt ist von der Herbergsuche bis zur Heiligen Nacht und auch die Flucht ist schon dargestellt zurzeit. Also sind 35 Krippen ausgestellt. Eine Idee, die in Irmgard Heitzinger schon länger reifte und heuer nun verwirklicht wurde. Fasziniert bin ich im Winter immer von unserem Marktplatz, von unserem schönen Marktplatz. Wenn du da durchs obere Tor gehst und die Weihnachtsbeleuchtung ist und gibt da nichts Schönes, als wenn links und rechts die Fenster, die Schaufenster oder die Wohnungsfenster beleuchtet sind und gestaltet sind. Und wir haben gesagt, wir unterstützen in jeder Hinsicht, also es soll jetzt nicht irgendwie parteipolitisch sein, sondern mit unserer Arbeit. Also die Damen haben mich gleich, haben alle waren begeistert und haben dann gesagt, beim Schmücken, da sind wir alle dabei. Und wir haben dann in 3 Tagen sozusagen die Krippen aufgestellt und geschmückt und sind sehr gelungen, ist alles sehr gelungen. Ich war von Anfang an Feuer und Flamme für die Idee. Weil ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, ob es jetzt die Vorweihnachtszeit ist oder auch die unruhigen Zeiten, in denen wir uns befinden, die verlangen noch sowas. Und die Krippe ist halt ein Zeichen für Hoffnung. Und Hoffnung ist das, was wir alle miteinander brauchen. Unzählige Stunden und viel Mühe investieren Krippenbauer in ihr ganz persönliches und individuelles Werk.
entweder man tut es gern oder man lässt es noch einmal wieder gehen. Aber mir hat es halt auch fast und ich habe 10 Mal geholfen dabei beim Bau. Das ist eine sehr gute Idee, ist einmal was Neues für Hock. Das ist sicher was für den ganzen Ort und für die Kinder auch, gell? Das passt schon. Ich finde es halt insgesamt recht schön und das an Weihnachten recht erinnert. Ich finde es sehr kreativ und sehr schön, wenn man das dann auch zeigen kann, was man kann. Und so birgt jede einzelne Krippe etwas Besonderes. Mir gefallen voll der Jesus, wie er da so mit den Händen so liegt. Das finde ich voll schön. Und die Engel, die meistens oben haben. Und was gefällt dir so an die Krippen? Was fasziniert die, Lukas? Das mit dem Jesus und die mit den Ruinen, die was abgebrochen ist, und das mit dem Engel. Die Geschichte der Krippe geht übrigens bis ins 13. Jahrhundert zurück. Ins Leben gerufen hat sie der Franz von Assisi, der hat in Italien gelebt. Der wurde so was wie ein Ritter. Aber dann wurde er im Gefängnis gelandet. Dann ist er krank geworden und dann haben ihn seine Eltern freigekauft. Mit dem Kranksein im Gefängnis hat er einfach ein komplett neues Leben begonnen. Ja, wollen wir nur was sagen, Lukas? Nein, nein, das müsst ihr jetzt nicht mehr. Aber wir sagen danke für die schöne Geschichte. Eine von vielen, die durch die Krippen erzählt wird. Halleluja! HT1, der Regionalsender für das Haus Ruck und Innviertel. Das schaue ich mir an. Zum Start der Bundesliga-Hallensaison hatte der UFG Sparkasse Griskirchen-Pötting gegen Vöcklabruck zwar das Nachsehen, im zweiten Spiel konnten sich die Tratnachtaler in einer Nervenschlacht mit 3:2 gegen Gastgeber TUS Kremsmünster aber durchsetzen. Mit der Wunschbaumaktion wollen die Soro-Optimistinnen Griskirchen sozial benachteiligten Familien in der Region helfen, um den Kindern schöne Weihnachten zu bereiten. Diese Kampagne findet im Rahmen von Orange the World der UN statt und steht ganz im Zeichen für ein Ende von Gewalt an Frauen. Die Digitalisierung in Oberösterreich schreitet mit Spitzengeschwindigkeit voran. A1 unterstützt die Digitalisierungsoffensive Oberösterreichs und setzt auf einen großflächigen Glasfaserausbau bis in die Wohnzimmer. Das beste Beispiel für die Wichtigkeit der Breitbandinfrastruktur war die Corona-Pandemie, wo man ganz eindeutig gesehen hat, wie wichtig die digitale Infrastruktur oder die Breitbandinfrastruktur ist. Das heißt, sowohl für das Aufrechterhalten des sozialen Lebens, aber ganz speziell für Unternehmen und für die Wirtschaft. Ohne Breitbandinfrastruktur funktioniert heutzutage eigentlich gar nichts mehr. Und ich glaube, wir haben auch während Corona gesehen, wie rasch sich klassische Geschäftsmodelle in die digitale Welt verlagern, vom klassischen Vertrieb hin bis zur, weiß ich nicht, zum Yoga-Studio, das auf einmal Online-Kurse angeboten hat, und dafür ist Infrastruktur notwendig. Österreichweit investiert A1 rund 600 Millionen Euro jährlich in die digitale Infrastruktur, sowohl in Glasfaser als auch in 5G und Rechenzentren. Alleine in Oberösterreich sollen in den nächsten 2 Jahren etwa 84 Millionen Euro in die Hand genommen werden. Derzeit bauen wir in Österreich in etwa 15 Gemeinden und Mattighofen ist eine davon. Das heißt, wir wollen diese Gemeinden flächig mit Glasfaser versorgen. Diese 15 Gemeinden haben ungefähr 10.000 Haushalte. Und für nächstes Jahr haben wir noch einmal 35 Gemeinden in Oberösterreich in Planung. Das heißt, wir leisten hier unseren, also eins, unseren Beitrag, so rasch wie möglich allen Haushalten in Österreich, aber auch in Oberösterreich, Breitbandinfrastruktur anzubieten. Auch in Mattighofen will man bis Ende 2023 rund 2.100 Haushalte direkt mit Fiber to Home an das größte Breitbandnetz Österreichs anbinden.
Damit wird Mattighofen nahezu flächendeckend sowohl mit Glasfaser als auch durch zwei 5G-Sender mit ultraschnellem Breitband versorgt werden. Weil es für mich als Bürgermeister insofern wichtig war, weil wir das als Wahlversprechen der Mattighofener Bevölkerung versprochen haben. Und als Politiker ist schon wichtig, dass man seine Versprechen auch einhalten kann. Und das ist für mich ein ganz besonderer Tag, dass wir sagen, okay, wir stehen zu dem, was wir sagen. Haushalte erhalten nahezu unlimitierte Geschwindigkeiten, derzeit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde und damit optimale Voraussetzungen. Aber mit Software-Upgrades wird es in Zukunft mehr sein. Als Privatperson, Sie können streamen, Videokonferenzen machen, ohne Ruckeln, ohne Tonaussetzer. Insbesondere profitieren zukünftig auch Wirtschaft, Industrie und Schulen vom A1 Glasfasernetz in Mattighofen. Ja, bei uns im Unternehmen ist es ganz einfach. Wir wachsen sehr stark, wir werden auch immer dezentraler. Das heißt, unsere Standorte klaffen auseinander und damit jetzt immer wichtiger, die Standorte, die man österreichweit hat, gut zu vernetzen, dass man eben die Mitarbeiter, die man dann vielleicht nicht mehr in Mattighofen sitzen hat, sondern der sitzt auf einem Hub in Linz zum Beispiel, auch dementsprechend gut angebunden hat, dass einfach da im Arbeitsfluss keine Limits mehr da sind. Also für uns muss es auf lange Sicht egal sein, wo wer sitzt, und trotzdem muss das Werk funktionieren, weil man einfach mit dem Wachstum sonst nicht mehr die Mannschaft vor Ort bringt, die man braucht, damit wir weiter wachsen können. Und ich bin sehr dankbar der Stadt auch, dass es dieses Commitment gibt. Wir wollen bis 2030 tatsächlich flächendeckend gesamt Oberösterreich ausgebaut haben mit verschiedenen Technologien, aber Glasfaser, 5G und vieles mehr, damit jeder Betrieb und jeder Mensch Zugang zu schnellstem Internet hat. Darum geht es uns und das treiben wir auch voran. Auch der Ausbau der neuen Mobilfunkgeneration 5G schreitet mit großen Schritten voran. Derzeit versorgen mehr als 800 5G-Sender von A1 mehr als 73% der oberösterreichischen Bevölkerung mit ultraschnellem mobilen Internet. Und unser Ziel ist es, Ende nächsten Jahres flächendeckend zu sein. Das heißt, überall, wo man jetzt telefonieren kann oder Internet surfen kann, soll es dann Ende nächsten Jahres in Österreich 5G geben. Die Energie Ried GmbH unter neuer Geschäftsführung. Mit 1. November übernahm Friedrich Pöttinger die Leitung des Innviertler Energieversorgers. Sagen wir es so, geradeaus fahren kann ja jeder. Kurven sind immer interessant. Nur dazu, wenn man dann sagt, wie weit kann man driften. Und das ist sicher da notwendig. Das ist ganz klar, das kann man nicht wegdiskutieren. Da gab es dunkle Wolken oder gibt es dunkle Wolken. Aber ich bin mir sicher, dass man mit einer offensiven Informationskultur am Standort sehr wohl punkten kann. Dass die Mitarbeiter Bescheid wissen, wo geht's hin, geht's ans Meer oder an die Berge, was braucht man, Rucksack oder doch Sonnenschirm. Und auch unsere Kunden müssen wissen, warum kaufe ich bei der Energie Ried, ist es ein verlässlicher Partner. Und das reizt natürlich schon sehr, dass man an diesem Gestaltungsprozess hin zum Positiven mitwirken kann und vielleicht als CEO gar nicht so an unwichtiger Stelle. Seit 1986 ist Pöttinger in der Energiebranche tätig, zuletzt als Geschäftsführer der Wels Strom GmbH. Er soll nun die Geschäfte wieder in ruhigere Fahrwässer führen. In Ried geht es einfach darum, dass man auf der einen Seite einen guten Start hinlegt in die Energiezukunft, in die erneuerbaren Zukunft, in die Stabilität des Netzes. Also dieses Gesamtpaket, das eigentlich die Bürger von uns erwarten, egal ob wir jetzt ein Stadtwerk oder ein überregionales Stromwerk sind. Das sind diese Herausforderungen an eine gute Grundversorgung, an ein Commodity-Produkt, wo eben der Strom drinnen ist. Und das Zweite ist, was tut sich marktseitig, und da war der heutige Tag natürlich schon wichtig für unser Unternehmen, wie geht es mit den Preisen 2023 weiter und wie weit haben wir die entsprechende Rückendeckung von den Eigentümern, und die Träume sagen, die ist zu 100% gegeben für unser Haus. Rückendeckung gibt's auch von den Mitarbeitern. Auch sie starten unter neuer Leitung positiv und voller Elan in die Zukunft. Und das habe ich in den Tagen schon bemerkt. Die sind drauf und dran und treiben mich sogar zum Teil und sagen, endlich, und jetzt gehen wir es an. Und das müssen wir machen, das müssen wir machen, und da brauchen wir Investition. Das ist genau der Teil, wo ein Geschäftsführer sich einfach wohlfühlt, wenn die Leute aus- und eingängen im Büro und mit Ideen einen überhäufen. Und man kann daraus aussuchen und sagen, Quick Wins, das sind die schnellsten Maßnahmen, die machen wir sofort, da braucht man gar nicht nachdenken. Die anderen Sachen schauen wir, dass wir zurechtfeilen, schauen wir, dass wir in die Planung reinkriegen. Strategisch wichtig für die Energie Ried, noch mehr Haushalte mit Fernwärme zu versorgen und den Ausbau von nachhaltigen Energieerzeugungsanlagen vor Ort intensiv voranzutreiben.
Dazu braucht es gut geschultes Personal. Jeder, der gern Lehrling werden möchte bei uns, wir sind ein ausgezeichneter Lehrbetrieb, sofort melden beim Personalchef oder bei mir, ganz egal, da haben wir entsprechenden Bedarf. Aber auch im Fachpersonal, vom Elektriker beginnend bis hin zum kaufmännischen Bereich, suchen wir momentan Leute und da sind wir sehr froh, wenn wir als attraktiver Arbeitgeber da aus dem Fundus schöpfen können vor Ort. Dies sei wichtig, um die Gestaltung einer sauberen Energiezukunft in Ried voranzutreiben. Die Senken an jeden und all jede darf nein. Dies war schon immer so, Jesus für Zeit. Nur wenn wir so weiter tun und alles verbaut, werden die Leute ohne Sehzugang durch Klinge schauen. Eine Initiative des Oberösterreichischen Umwelt- und Klimalandesrates. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Coffee-Checkerin Tina Kirisitz. Inspiration fürs Weihnachtsfest und das große Jahreshoroskop 2023. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Daheim vorbeischauen. Kannst du auch von unterwegs. HT1, der Regionalsender für das Haus Ruck und Innviertel. Das schaue ich mir an. Wir befinden uns da bei der Abwasseranlage beim Reinhalteverband Oberes Bramtal. Und man sieht hier wirklich, wie wichtig eigentlich so ein Gemeindeverband ist. Gemeindeverbände, die es eigentlich jetzt schon Jahrzehnte gibt, wie zum Beispiel diese Anlage, die es schon 30 Jahre gibt, machen einfach Sinn. Und wenn zum Beispiel kleinere Gemeinden einfach ein gemeinsames Problem haben, macht es natürlich Sinn, wenn man sich zusammensetzt und diese Probleme gemeinsam löst und sich dann zu einem Verband zusammenschließt. Ja, weil damals, wie dieses Rückhaltebecken entstanden ist, hat man sich natürlich auch die drei Gemeinden dann darüber den Gedanken machen, wie könnte man eventuell auch diese Stauseeanlage für den Freizeitbereich nutzen. Und so hat man sich dazu entschlossen, dies gemeinsam zu bewerkstelligen. Die Vorteile solcher Verbände liegen auch darin, dass man so vor allem diese Dinge gemeinsam schafft und auch finanziell stemmt. Und somit auch wir hier bei dieser Anlage gemeinsam betreut, weil das ist an und für sich auch wichtig. Und somit sieht man auch hier, dass Verbände einfach Sinn machen und einen Nutzen für die Bevölkerung bringen. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass Gemeindeverbände vor allem, was die Zukunft anbelangt, immer wichtiger werden. Ich sehe das vor allem in kleineren Gemeinden, weil die Dinge immer spezifischer werden und komplizierter werden, die Sachen eigentlich, die Aufgaben, die eine Gemeinde zu machen hat, eigentlich nur noch durch Verbände zu lösen sind.
jetzt gemeinsam Energie sparen. Für unser Geldbörsel, für unser Klima, für eine sichere Energieversorgung. Alle Tipps zum Energiesparen unter www.energiesparverband.at/energie-sparen. Eine Initiative des Wirtschafts- und Energielandesrates. Skisprunglegende Andi Goldberger aus Waldzell und Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner kennen sich seit mehr als 20 Jahren und sind freundschaftlich verbunden. So freute es Achleitner besonders, dem Geburtstagskind Goldberger zu seinem 50. ein besonderes Geschenk zu überreichen. Der SV Guntermatik Ried kann nach einem positiven Jahresergebnis erstmals 1 Million Euro als eine positive Entwicklung verbuchen. Nach 3 Jahren in der zweiten Liga und der damit einhergehenden notwendigen Konsolidierungsphase, welche durch Corona nicht erleichtert wurde, stehen die Rieder Kicker wieder auf einem soliden finanziellen Fundament, betont SVR-Präsident Roland Taxel. In der Rieder Weberzeile freut man sich über einen gelungenen Weihnachtsshopping-Auftakt. Endlich, so die Leitung des Shoppingcenters, könne nach 2 Jahren wieder ohne Pandemieeinschränkungen nach Lust und Laune eingekauft werden.